Deutsch habe ich schon gemacht. Ich meine, Deutsch war super einfach. Wir sollten nur einen kleinen Text lesen. Und Mathe ist jetzt auch super einfach. Da soll ich nur so untereinander schreiben. Das finde ich super einfach. Ist doch nicht süß. Mit einem kleinen Hasen, da steht Hello auf Englisch. So süß. Super einfach und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen spielen. Und schau mal, mein Zimmer ist so aufgeräumt. Warte, gut so. Mein Bett ist so aufgeräumt. Bin ich das? Oder ist es das aufgeräumteste Bett jemals? Ich weiß, zu aufgeräumt. Ja, ich muss es unbedingt mal wegmachen. Aber jetzt noch nicht. So, ich bin jetzt fertig spielen und jetzt gehen wir noch mal zum Nicht zum Schauspiel, zum Singen. Ja, und wir bekommen es nicht. Oh mein Gott. Oh, die liebt auch Handlöcken. Soll ich euch sagen, was ihr Lieblingsessen ist? Bücher. So, los geht's. Santa Claus is coming. So, wir sind jetzt erstmal beim Teddy, weil Gesangsunterricht fertig ist. Und wir haben ein paar Silvestersachen. Cool, oder? Also ja, in dieser Flasche ist kein Spätti drin. Nicht schlecht, der Specht. So, Mascha, ich gucke jetzt nach ein paar kleinen Sachen. So, wir sind wieder vom Teddy zurück. Und wir wollten ein paar Sachen für eine Challenge holen, aber wir waren nicht so erfolgreich. Also ja, müssen wir dann morgen nochmal beim Action gucken, aber jetzt machen wir die Adventskalender auf. Juhu! Hallo! Wie immer fangen wir mit einem Adventskalender an. Toll! Und wir brauchen die Nummer? 89. Oh, gestern ja, haben wir vergessen zu filmen. Da ist die Nummer 8. Cool, so cool. Sieht's von vorne aus. Einen Tee. Natürlich. Und Schoki. Yay! Ein Mann Schoki. Hui! Bin ich fast. Okay. Gut, wo ist jetzt die Nummer 9? Vielleicht sollte ich die doch nicht immer zurückstellen, oder? Hm. Genau, da ist die Nummer 9. Nein, das ist die 9. Gut. Wie weiß man das? Welche hat noch? Die ist schon leer, dann ist es die. Wusste ich ja. Super. Okay. Was ist das? Tee. Cool. Und ein knallhartes Marshmallow-Herz. Oh ja. Jetzt soll ich mal fühlen. Mhm. Ach ja, soll ich den Rest essen? Mhm. Schmeckt aber trotzdem lecker. So, jetzt machen wir jetzt erstmal die 9 auf. Wir haben hier ein paar Schneeflocken, aber ich glaube, die wurden jetzt noch ein bisschen verschmiert. Aber egal. So, mal schauen. Okay, wie geht das jetzt auf? Wenn wir jetzt wieder gehen, das jetzt auf. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Du musst es nach oben machen, Eva. Das da oder das da? So, das da nach oben. Genau. Oh. Wow, gut gemacht. Oh mein Gott, ich glaube, das sind so Handschuhe. Oh das, mein Gott, das sind Sachen. Weihnachtssachen. Die Via Belt. Vielleicht ist da irgendwie so ein Kugel draußen. Okay, nur jetzt einfach mal das Bellen. Ja. Stell mir dann vor, dass gerade diese Sockenbälle so ruff. So, ich habe fast total vergessen, euch den einfachen Chef zu zeigen. Da sitzt er. Auf einer Meerjungfrau, also Meerjungfrau Einhorn plus Flügel. Ist er nicht süß? Oh, spreche ich von einfachen Chef. Ich wollte euch darüber noch ein bisschen erzählen. Also, früher hatte ich echt viel Angst vor dem, wegen diesen YouTube-Videos, wo Leute ihn immer so unheimlich gemacht haben. Und da dachten wir, wie wär's, wir machen mal das nicht den englischen Weg, den amerikanischen. Also, der amerikanische Weg ist so, der ist ja lustig gemacht. Also, wir wollen das machen, damit ihr nicht so viel Angst vor dem habt, wie ich. Ich habe jetzt sonst nicht mehr Angst vor dem. Erst bei so, und jetzt, der ist nur eine Figur, keine Sorge, wie der Game Master. Und wenn ihr seht, wenn ihr irgend so macht, das kann ja nicht mal. Die Hände sind zugenäht. Die hat es erst nur aufgeschnitten. Ja, komm schon. Kann ich so
Frage, aber ich setze ihn schon wieder da drauf, weil es schon sehr süß. Und ja, euer Mach auch nicht selbst. Die Mama bewegt ihn immer nachts. Ich wollte es nur mal sagen, damit ihr keine Angst habt. So, oh nein, der Wunderschaf kann das alles machen. Nee, das mache ich, genau. Ja. Ich meine, wo würde er all die Sachen hier haben? Die habe ich alle besorgt. Ist ja auch nur ein Kuscheltier. Und bist du schon gespannt, was er dann morgen macht? Oh yeah! Also, ich fand es am besten, als er ein Lebkuchenmann war, weil am Ende durfte ich dann all die Sachen essen. Wow, das ist so lecker! Was passiert, wenn ein Stück Schokolade vor dir ist und jemand sagt, ja, du darfst alles machen, was du willst mit der Schokolade? Würdest du lieber Apfel essen oder Schokolade? Stimmt jetzt mal ab. Apfel oder Schokolade? Wer Apfel will, macht ein Apfel-Emoji. Wer Schoko will, macht ein Schoko-Emoji. Oder stimmt auf dem I hier oben ab. Könnt ihr auch machen. Wenn ihr Stein wollt oder abstimmen, macht was ihr wollt. So, ich wollte euch gerade mal was zeigen. Und zwar diesen Schulplaner, diesen Topmodel-Schulplaner. Aber ich benutze ihn als Tagebuch. Oh, da sind die Sticker hin. Erst wollen wir euch die Sticker zeigen. Da hat Mama gesagt, ich finde die Sticker ja gar nicht. Müssen wir die halt das nächste Mal benutzen. Und jetzt habe ich die gefunden. Ja, yes, also ja, da sind Sticker ich ganz viel. Wie hier. So, schau mal, wie ich es jetzt mal dekoriert habe. Mit einem Weihnachtsbaum. Und ich finde das eine super gute Idee, dass ich das immer mache. Weil wir haben eine Lesearbeit übernächste Woche. Und das ist super gut zum Üben. Da übe ich Rechtschreibung und wie ich schreiben kann. Einfach. Normaler Alltag für mich ist, dass ich erstmal mit meiner Freundin ein bisschen Roblox spiele. Also rufe ich sie jetzt normal an. Warte. Sie will nicht gefilmt werden, also ja. So, ich habe meine Freundin erreicht. Und jetzt spielen wir ein bisschen Roblox. Schaut mal. So. Ich spiele jetzt noch mal ein bisschen eine Dogmi. Und ja. Schauen. So. Okay. Alle von euch wollen immer wissen, wie ich in Roblox heiße. Also ich heiße da King Muffin 316. Also, wenn ihr mich mal kontaktieren wollt im Spiel, ja, wisst ihr, wie ich heiße. Dackelaufe, komm schon, du schaffst es. Dackelzeug, Dackelzeug, Dackelzeug. Ich habe dir doch gesagt, wenn die Via mich leckt, kann ich nicht... Komm schon, leck weiter, damit ich mich nicht konzentrieren kann. Also, wie ich gesagt habe, wenn die Via mich leckt, kann ich mich nicht konzentrieren. Also, ja, kann mich nicht konzentrieren. Ich leck weiter. Du liest lieber weiter. Guck, ich kann mich nicht. Und wenn sie das Buch ist, ist das Buch mal weg. Oh nein. So, jetzt ist auch noch Papi da. Alle sind jetzt versammelt. Ich denke, ich sage jetzt erstmal Tschüss. Also wir sehen uns dann morgen bei Elbadvent Tag 10. Sorry. Ciao. Sagst du auch Ciao? Ciao.